Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kroker. Ich bin für das Technische Gymnasium zuständig und ich darf Ihnen ganz kurz in einem Rundgang zeigen, was unsere Schule so besonders macht. Kommen Sie mal bitte mit. Das Technische Gymnasium bietet allgemeinbildende Fächer wie Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Geschichte und Sport an. Darüber hinaus kann das Technische Gymnasium als Teil der Gewerbeschule kreative technische Profilfächer anbieten. In modern eingerichteten Fachräumen werden unsere Schülerinnen und Schüler in den Profilen Informationstechnik, Technik und Management und Mechatronik unterrichtet. Aber richtig lehrreich wird der Unterricht erst durch die Berufserfahrung, die unsere Kolleginnen und Kollegen in den Unterricht mit einbringen. Hallo, mein Name ist Michael Oktay. Wir befinden uns hier im Elektrolabor. Ich unterrichte im TG im Profilfach Mechatronik. Nach meiner Ausbildung im Bereich Elektrotechnik habe ich mich weitergebildet zum statikgeprüften Techniker. Nun, meine Erfahrungen von Industrie kann ich jetzt hier im Elektrobereich einbringen. Hier im Bereich Elektrotechnik untersuchen wir die elektrotechnischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten, die die Schüler im Theorieunterricht hören und lernen. Anhand unserer Untersuchungen können die Schüler sich eher vorstellen, was die elektrischen Grundgrößen sind, da die eben anhand der Messschaltungen die ganze Größen dann auch messen können. Beziehungsweise anhand der Steuerungsaufgaben können sie auch einzelne Teile einer Steuerung und die Module bzw. die Komponenten untersuchen und dementsprechend dann auch in Betrieb nehmen. Also mein Name ist Michael Berger, bin technischer Lehrer hier an der Schule und mein beruflicher Werdegang ist, ich habe einen Handwerksmeister gemacht in Metall, danach ein pädagogisches Seminar, dann ist man hier technischer Lehrer und kann praktisch am TG unterrichten. Der Unterricht hier ist praxisbezogen, das heißt, das Gelernte in der Theorie wird hier praxisnah aufgebaut und ausprobiert. Wir machen hier Versuche mit der Pneumatik und mit der SPS-Steuerung, damit der Theorieunterricht immer untermauert wird. Mein Name ist Elisabeth Grunau. Ich habe in Darmstadt Maschinenbau studiert. Ich bin seit 2010 hier an der Gewerbeschule in Lörrach. Ich vermittle den Schülerinnen und Schülern maschinenbauliche Inhalte wie Statik, Energietechnik, Werkstoffkunde, technische Kommunikation, CNC, Pneumatik und einiges mehr. Ich bin der Herr Schmidtke. Ich bin hier tätig in der Werkstatt an der Gewerbeschule Lörrach als technischer Lehrer. Ich habe ursprünglich Industriemechaniker gelernt. Habe dann den Maschinenbau-Mechanikermeister gemacht, habe auf dem Beruf gearbeitet und bin dann vor ungefähr 28 Jahren in Schuldienst gegangen und unterrichte jetzt hier an der Gewerbeschule Lörrach die Profilfächer im Technischen Gymnasium. Das bedeutet, die Schüler, die Technikmanagement oder Mechatronik gewählt haben, werden im ersten Jahr bei uns in der Werkstatt die Grundfertigkeiten erlernt bekommen, wie Drehen, Fräsen, Bohren. Anhand des Projekts Locher. Diese Werkstätten sind ausgestattet, ich sage mal standardmäßig wie eine Werkstatt von einem Industriebetrieb für die Fertigung. Alles da für die Grundstufe. Wir haben in jeder Werkstatt drei Drehmaschinen, drei Fräsmaschinen, mehrere Bohrmaschinen, 16 Arbeitsplätze an Werkbänken mit Schraubstöcken und natürlich diverse Bohrblechbearbeitungsmaschinen noch dazu. Mein Name ist Michael Singh und ich bin Fachlehrer für Wirtschaftslehre und Projektmanagement am Technischen Gymnasium in Lörrach. Nach meinem BWL-Studium habe ich zunächst einige Jahre im Einzelhandel gearbeitet und habe dort Praxiserfahrung gesammelt, die ich jetzt hier in den Unterricht mit einfließen lassen kann. Die Besonderheit des Profils Technik und Management liegt darin, dass eine Verknüpfung von technischen Inhaltsschwerpunkten mit betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen erfolgt. Wir arbeiten im Unterricht interdisziplinär und bereiten so die Schülerinnen und Schüler auf ihre Laufbahn in Beruf und Studium vor. Hallo, ich bin Dr. Birgit Wursthorn und seit 15 Jahren hier am Technischen Gymnasium. Zuvor habe ich bei der SAP als Softwareentwicklerin gearbeitet.
Warum schlage ich euch vor, bei uns am TG das Profil Informationstechnik zu wählen? Weil ihr dann nicht nur Spiele spielen könnt, sondern bei uns Dinge lernt, die euch helfen, selbst Spiele zu programmieren. Ihr lernt bei uns etwas über Netzwerktechnik, Datenbanken, künstliche Intelligenz, Software- und Hardwareprogrammierung und agiles Projektmanagement. Das Lernen findet sowohl im Theorie- als auch im Laborunterricht statt. Speziell im Laborunterricht entwickelt ihr in Einzel- oder in Gruppenarbeiten verschiedenste IT-Systeme. Dabei eignet ihr euch vielseitige Problemlösestrategien an, automatisiert Abläufe und bewertet und optimiert Lösungen. Unsere Schüler können nach dem Abitur natürlich alles studieren. Wir sind aber stolz darauf, dass unsere Schüler aufgrund der positiven Erfahrungen in den Profilen ihren späteren Berufsweg im Bereich der Technik wählen. Hi, ich bin der Moritz. Ich habe hier an der Gewerbeschule in Lörrach 2018 mein Abi gemacht im Profilbereich Informatik. Mittlerweile studiere ich Informatik an der DHBW, mein Partnerunternehmen hier bei Coop in Basel. Und egal, ob ihr jetzt Informatik studieren wollt oder später allgemein was mit Informatik machen wollt, bereitet euch das TG, was Programmieren, was Mathe angeht, bestens vor. Ja, mein Name ist Rudi Grunau. Ich bin Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach und unterrichte dort die Grundlagenfächer des Maschinenbaus. Wenn man ein technisches Studium anfängt, dann ist es sehr wichtig, gute Kenntnisse in den Grundlagenfächern zu haben, also in den MINT-Fächern Mathematik, Ingenieurwesen. Die Schülerinnen und Schüler am TG, die bringen halt schon technische Grundkenntnisse in einer gewissen Tiefe mit, eine gewisse Praxiserfahrung. Und das erleichtert natürlich den Einstieg in so ein ingenieurmäßiges Studium erheblich. Und man kann es dann auch sehr erfolgreich abschließen. Ganz besonders freuen wir uns auf die Projekttage am Ende des Jahres. In wunderbaren Projekten wie Gleitschirmfliegen, Klettern, Go-Kart fahren, Schachspielen oder Tauchen lernen wir unsere Schüler auf ganz neue Arten kennen, aber auch unsere Schüler uns. Wir hoffen, dass wir euch Appetit aufs Abitur am TG machen konnten. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage.